Zum Ausspitzen des Bohrers kann dieser unverändert im Prisma eingespannt bleiben. Stellen Sie die Freiwinkeleinstellung auf 0 und befestigen Sie den Schwenkmechanismus in Position C. Verschieben Sie nun den Aufnahmebock nach links zur Markierung A. Mittels Prismen- und Motorvorschub positionieren Sie die Kante der Schleifscheibe an der Querschneide des Bohrers und reduzieren diese durch entsprechende Zustellung. Merken Sie sich den angefahrenen Skalenwert und fahren Sie zum Drehen des Prismas am Vorschub zurück. Drehen Sie das Prisma um 180 Grad und schleifen Sie die zweite Seite entsprechend der ersten. Folgen Sie dabei dem sich zuvor gemerkten Maß.